Ina auf der Bühne. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Hamburg-Journal am Freitag. Sie hatte angekündigt, dass sie heute vor die Öffentlichkeit treten würde. Uni-Präsidentin Monika Auwetter-Kurz, die man kurz gesagt auch Monika die Autoritäre nennen könnte. Denn genau das werfen ihr die vor, die es eigentlich wissen müssen, weil sie mit ihr zusammenarbeiten. 120 Professoren der Uni, die mit einer Unterschriftenaktion die Abwahl ihrer Präsidentin erzwingen wollen. Monika Auwetter-Kurz stellte sich heute tatsächlich der Öffentlichkeit. Allerdings als Monika die Geknickte. Heute Vormittag vor dem Hauptgebäude der Universität. Protest gegen Monika Auwetter-Kurz. Die Studenten forderten lautstark den Rücktritt der Uni-Präsidentin. Anlass? Die angeschlagene Hochschulchefin wollte den Medien mitteilen, wie betroffen sie über die massive Kritik vor allem vieler Professoren an ihrem Führungsstil ist. Ich bin wohl zu schnell vorangeprescht. Ich bin vielleicht zu klar manchmal in Aussagen. Und wie ich erkennen musste, werde ich auch missverstanden dahingehend, dass mich die Meinung der Universitätsmitglieder nicht interessiert. Das heißt, ich werde mich ändern oder versuchen, mich zu ändern. Rücktritt? Nein. Dafür will Auwetter-Kurz künftig häufiger etwa mit den Dekanen der Fakultäten sprechen. Auch mit ihren Kritikern, den Initiatoren der Unterschriftensammlung, will sie Kontakt aufnehmen. Der Hochschulrat hatte nach 8-stündiger Beratung gestern gefordert, bei der Beseitigung der Kritikpunkte müsse konstruktiv zusammengearbeitet werden. Ich fühle mich weiter von den leitenden Vertretern und Gremien der Universität und auch von der Politik getragen und werde meine Arbeit deshalb mit dem Ziel fortsetzen, meine Kritiker einfach mehr mitzunehmen. Ich hoffe, mir gelingt das und ich werde versuchen, mehr Gelassenheit und Geduld und auch Demut an den Tag zu legen. Sie bezeichnet das als Demut von mir aus. Wichtig ist, dass sie jetzt schafft und beweist, dass sie die Mehrheit der Studierenden und Professoren hinter sich hat, vor allem der Dekane, dass sie die Universität hinter sich hat. Die Dekane hatten zwar nicht den Rücktritt der Uni-Präsidentin gefordert, begrüßten aber ihre Ankündigung, ihren Kommunikationsstil ändern zu wollen. Natürlich ist ein massiver Schaden entstanden für die Universität, für das Image der Universität, weil wir es ganz offensichtlich nicht geschafft haben, unsere Probleme intern zu lösen. Damit müssen wir uns alle auseinandersetzen, damit muss sich die Präsidentin auseinandersetzen, damit müssen sich aber auch die Fakultäten auseinandersetzen. Ich hoffe, dass das, was wir an Leistung gebracht haben in den letzten Jahren, exzellente Forschung, Aufstieg in den Forschungsranking, dass das nicht durch solche negativen Ereignisse überschattet wird. Trotz der stürmischen Zeiten will sich die Hamburger Politik vorerst nicht in den Uni-Konflikt einschalten. Die Bürgerschaftsabgeordneten respektieren die Autonomie der Hochschule. Allerdings erwarte ich jetzt, und wir werden das beobachten, dass die Universitätsführung, das heißt die Präsidentin und ihre Vizepräsidenten mit dem mittleren Management der Universität, sozusagen den Dekan, in einen wirklichen Diskurs tritt, um die Probleme, die da sind, zu besprechen und nach Lösungen zu suchen. Wir müssen alles dafür tun. Und das ist auch meine Forderung an die Senatorin für Wissenschaft und Forschung. Es muss alles dafür getan werden, und das ist ihre originäre Aufgabe, den Schaden von der Universität Hamburg fernzuhalten. Der Studentenprotest gegen die Uni-Präsidentin heute blieb laut Polizei friedlich. Morgen erwartet die Universität Hamburg dann tausende interessierte Besucher zur Open Uni, dem ersten Tag der offenen Tür.